Guten Morgen, meine lieben Frischluftfreundinnen und Frischluftfreunde. Wir haben heute den 28. August und ich bin ja gestern hier in Holland angekommen. Ja, wir starten heute hier von Campingplatz in Venlo, der übrigens sehr schön ist. Richtig gut organisiert, eigentlich gar nicht organisiert. Du machst ja alles alleine und am Abend kam dann der Besitzer vorbei und hat mal gefragt, ob alles in Ordnung ist. Also tolles Ding hier, Heiderust heißt der in Venlo. Ja, wir fahren heute Richtung Norden weiter, an der Maas entlang, auch wieder durch kleinere Orte und so. Und wir kommen dann auf dem Campingplatz, das ist so südlich von Nijmegen, auch wieder nur so ein kleiner Naturcampingplatz. Mal gucken, wie das dann da so ist. Ja, ich freue mich schon und ist auch schön, dass ihr wieder mit dabei seid und uns begleitet. Würde ich mal sagen, wenn ich jetzt hier das Zelt zusammengepackt habe, wenn es ein bisschen trockener ist, dann geht es dann auch gleich los. So, jetzt habe ich mich erstmal versorgt im Lidl. Jetzt muss ich nur alles unterbringen. Und zwar will ich jetzt zum Thunfischzeug. Das packe ich jetzt mal hier in die Außentasche. Da bleibt es nämlich schön kühl. Was habe ich noch? Äpfel, Fanta. Ja, das packe ich jetzt alles hier in die kleine Außentasche. Da bleibt es echt ganz gut kühl. Jetzt schlängel ich mich nach meinem Einkauf noch ein bisschen hier durch Venlo, fahre noch ein bisschen durch die Stadt und dann geht's raus wieder Richtung Maas. Heute habe ich die erste Etappe auf der Radreise ohne Anstiege. Unvorstellbar. Jetzt sind wir hier noch in den Außenbezirken von Venlo. Viel, muss doch hier Gewerbegebiet so ein bisschen, glaube ich. Ja, aber dann kommen wir zum Maas irgendwann. Gehört eben dazu. Ist nicht alles Fahrradromantik. Ja, guckt hier, da. Das Gewerbegebiet ist gerade alles nicht so spektakulär. Aber ja, aus Venlo sind wir gleich raus. I wanna do it all with you by my side. If you're in need me here tonight, be brave and come along. I'll be your ride. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say. Fahren wir gerade durch das kleine Örtchen Grubenhove. Es ist jetzt Viertel nach neun und es sind schon 25 Grad. Das wird heute ein heißer Tag. Schön langsam machen. Wir fahren jetzt Richtung Lottumhorst. Schmuckes Örtchen. Jetzt fahren wir raus aus Grubenhove. Ist doch richtig gewesen. Gemeinde Horst an der Maas. Oh, trotz der Sonne habe ich richtig Glück, weil dieser Radweg schon die ganze Zeit unter einer Eichenallee lang geführt wird. Gott sei Dank. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Bogen. Jetzt sind wir auf der Asperge-Route. Stand da. Scharf rechts. Jawohl. Es ist richtig schön hier lang zu fahren. Da ist ein Blumenfeld. Kann man wahrscheinlich selber pflücken oder
von einem Gärtner. Hier sieht er nach einer Gärtnerei aus. Ja, da ganz unten rechts, das seht ihr jetzt nicht, da glitzert schon die Maas. Mal gucken, wie weit wir da dran kommen. Bin ich froh, dass hier der Schatten ist von den Eichen. Oh, Täubchen. Fahren wir hier oben auf so einem Damm lang. Rechts ist jetzt die Maas. Sieht man sie mal ein bisschen. Sehr schön. Wir sind jetzt hier auf der Maasroute. Ist ja auch ein Eurovelo, aber ich weiß jetzt die Nummer nicht. Da fahren wir, ja, das wird jetzt hin und her gehen. Mal original Maasroute, dann wieder ein bisschen daneben. Jetzt überqueren wir die Maas. Nicht. Nee. Doch. Da vorne. So. Nee, das kann doch nicht sein, dass wir die Maß. Wo kommt denn das Frachtschiff her? Maasroute, da steht's doch. Eurovelo 19. Alte Maasarmroute. Wir fahren jetzt hier weiter. Kurz hier rüber. Ja, und da innen steht ja Nijmegen mit dem Fahrrad 47 Kilometer Wand zum Blitterswijk. Fahren wir dann mal weiter. Wir sind da bei der Brücke. Das war ein Arm nur von der Maas. Da sind so verschiedene Ärmchen, die da abgehen. Und da sind wir über einen Grad rüber gefahren. Denn die Maas ist ja breiter. So, da seht ihr so einen Arm da vorne. Schlängelt sich da durch. Wir ja an so einem Seitensee von der Maas, kann man sich so Hausboote mieten. Das ist jetzt in der Nähe von Wanzum, auch nur so ein kleiner Ort. So
größerer Hafen hier. Schlängeln wir uns jetzt durch. Hier ist ein Pfad. Und dann geht's. Wie heißt das denn hier? Das ist der Mars Park Well. Hab ich gerade recherchiert. That's how it goes. When you want it for love, that's bad. So, jetzt sind wir 39 Kilometer gefahren. Verbleiben noch 35. Und es kommt wieder eine Fährfahrt. Da hinten irgendwo. Das dauert nicht mehr lange. Wieder mal über die Maas. Ich finde so Fährfahrten immer aufregend. Ob die dann auch da ist, ne? Wie groß ist die? Passe ich da mit meinem Bock da drauf? Komme ich überhaupt drauf? Komme ich wieder runter? Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt fahren wir hier noch, Gott sei Dank, mal jetzt durch den Schatten, weil es ist echt warm. Bestimmt schon 29 Grad oder so. Aber ich will ja nicht jammern, ne? Es geht immer ein bisschen Wind. Alles gut. Ist nicht schwül. Ja, jetzt kommen wir nach Oudbergen. Und da müsste es links gleich runter zur Fähre gehen. Die wollen da auch hin, dem Wohnmobil. Jesus. Da kommt sie gerade. Oh ja, die ist so schön groß. Das ist was für mich. Jetzt überhole ich mal den. Das Wohnmobil hier. So. Dieser Ort hier ist Vierlingsweg. Jetzt sind wir mit der Fähre rübergesetzt, wieder ans andere Ufer der Maas. Jetzt versuche ich mal ganz langsam irgendein schattiges Plätzchen für, wir haben jetzt gleich 11:45 eine Rast zu finden, dass ich was essen kann. Oh. Hier packe ich jetzt mein Stühlchen aus, hier in Schatten, hier ist sogar ein bisschen Wind, weil bis die nächste Bank kommt, ich weiß nicht, kann ich nur noch um Stunden handeln. Ich baue jetzt hier das Stühlchen auf und mache eine Mittagspause. Pause war jetzt richtig gut. Wir fahren jetzt schon durch Boxmeer. So ein bisschen eine kleinere Stadt wieder. Bis zum Campingplatz sind es noch, ich glaube, so 23 Kilometer oder so. Können wir noch gemütlich weiterfahren. Da ist sie wieder, die Maas, bei Zug. Ich weiß nicht, ich spreche das bestimmt wieder falsch aus. Das ist jetzt hier anscheinend eine ein bisschen größere Stadt. Linden, 3 Kilometer. Da müssen wir hin. Bisschen weiter noch zum Campingplatz. Jetzt geht es wieder von der Maas weg. Ja, ein bisschen. Jetzt fahren wir hier lang. Boah, ist das warm.
Jetzt zeige ich euch das mal eben. Also wir fahren jetzt doch nicht richtig von der Maas weg. Hier auf Komoot zeige ich es euch mal eben. Vielleicht könnt ihr das sehen. Wir sind jetzt der rote Punkt. Jetzt geht es hier lang, Linden. Da geht es durch. Hier ist die Maas, Gassel und da ist der Campingplatz. Das ist doch da die Maas, ne? Oder ist das das andere? Aber auf jeden Fall geht es jetzt hier noch ein bisschen dran lang und dann sind wir da. Noch 9,8 Kilometer. Und es ist, wie viel Grad? 25. Fühlt sich in der Sonne an wie 50. Naja, ein bisschen übertrieben, aber es ist sehr warm. Jetzt fahren wir durch Linden. Hier dieser See bei Linden. Oder ob das auch so ein von der Maas irgendwie so ein Riesenabzweig ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr schön. Jetzt haben wir es nur noch 4,5 zum Campingplatz. Das Haus ist ja auch interessant, mit einem abgehobenen Dach. Interessant. Ja, jetzt haben wir es nur noch 1,5 zum Campingplatz. Vorne sehe ich schon den Kirchturm von Gassel. Da. Das ist so ein Naturcampingplatz. Ich bin mal gespannt, auf sowas war ich noch nicht, was das hier so bedeutet. Naturcampingplatz. Irgendwo da ganz oben muss dieser Campingplatz sein. Noch 780 Meter. Oh, Schatten, ey, herrlich. Und Wind. Das ist jetzt eine gute Kombination. Hier ist es. Man befürchtet ja schon irgendwie, dass das nicht mehr kommt, weil es null ausgeschildert ist. Jetzt fahre ich hier gerade um die Ecke und Gott sei Dank. So, welcome, jawohl. Jetzt gucke ich mal, wie man sich anmelden muss. Ach ja, das sieht ja hier richtig süß aus. Da vorne sind noch mehr Schilder. Oh, guck mal hier. So eine Bank. Richtig liebevoll. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist jetzt mein muckeliges Plätzchen hier, schön im Schatten. Jetzt habe ich das Zelt alles aufgerissen, weil das war ja noch richtig feucht von heute Nacht. Im einen Campingplatz, dass es jetzt mal richtig durchlüftet und trocken wird. Und dann kann ich Schlafzimmer einrichten. Jetzt wird es ja aber ganz luxuriös. Ich habe mir noch so ein Ding hier rüber gerollt. Das habe ich gerade entdeckt. Und das nutze ich jetzt als Tisch. Ich würde mal sagen, das ist jetzt echt Luxus. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich mich jetzt schon luxuriös hier eingerichtet. Und der fünfte Radreisetag neigt sich langsam dem Ende entgegen. Es ist sehr warm, aber ich habe hier echt das sehr schönes, schattiges Plätzchen gefunden. Gott sei es gelobt. Ja, es waren heute wieder 74 Kilometer und ich muss sagen, so bei der Wärme reicht das dann auch. Morgen muss ich gucken. Ich habe da schon ein bisschen was verändert, weil das wären 4 Fährfahrten gewesen.
Nee, also 4 Fährfahrten, jetzt sind es noch 2, das ist in Ordnung. Ich habe die Strecke nur mal leicht umgelegt für morgen. Ja, aber dazu erzähle ich dann morgen mehr. Ich freue mich total, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Winke, winke.